Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Spider-Man. Hab zwei Fähigkeitspunkte ausgegeben, einmal hier und einmal da. Und jetzt wollen wir zur nächsten Mission. Das brauchen wir nicht mehr erledigen, denn der Balken für den Fortschritt, der bewegt sich nicht mehr. Das ist dann, ja, brauchen wir nicht machen. Können wir uns anderweitig die Zeit vertreiben. Wir gehen hier hin, also da in die Nähe und dann dort in den Turm. Achso, ist dahinter. Folgende Szene. Eine Bahnlinie in Brooklyn. Container mit vermutlich wertvollen Gütern, auf die wir alle angewiesen sind. Spider-Man und dieser neue Rächer. Oh, hab ich gespoilert! Sie wissen, was jetzt kommt. Es tut mir leid für alle, die heute Lieferungen erwarten. Sie kommen nicht! Sie wissen, wem das zu verdanken ist. Es gab Explosionen. Züge entgleisten und rammten beinahe einen Wohnblock. Eine örtliche Bürgervereinigung wurde verletzt. Die Anhänger der Flamme, keine Wertung, wurden von Spider-Man brutal angegriffen. Und Gerüchten zufolge hat seine Armee ein neues Mitglied, Wraith. Tja, ich weiß nicht, was genau der Auslöser war, aber es ist schwer zu glauben, dass diese Anhänger irgendjemandem schaden wollten. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie eine friedliche Zeremonie abhielten. Der Ort war vielleicht etwas unglücklich gewählt. Aber wer ist Spider-Man denn, dass er sie einfach verscheucht? Er verletzt unsere Rechte und vernichtet dabei den Handel, Leute. Wir müssen die rote Linie neu ziehen, denn die Spider-Man und ihre Freunde übertreten sie. Welche unserer Freiheiten bedroht Spider-Man als nächstes? Ich warte auf Ihre Anrufe. Verbreiteter Fake News. Nun gut, weiter im Text. Wir suchen Harry. Vielleicht ist er ja hier. Wahrscheinlich aber auch nicht. Keine Spur von Harry. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch, M. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist gelogen. Jeder Tag ohne dich ist schlimmer als der letzte. Wenn ich Harry verlieren würde, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Norman leidet wirklich. Ich muss Harry finden und ihn retten. Gibt's hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Ich habe länger nichts von MJ gehört. Ich sollte sie anrufen. Ich hasse es. Ich liebe es. Wirklich? Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Endlich! Spitzenstory. Alle reden darüber. Echtes Redakteurmaterial. Redakteur? Glückwunsch. Ihr erster Auftrag. Noch ein pikanter Artikel bis morgen früh. Drama, Kontroverse. So wie das hier. Wie das hier? An die Arbeit! MJ. Der Bugle hat mich nicht gefeuert. Ich glaube, ich wurde sogar befördert. Hey, das wolltest du doch, oder? Ja, das dachte ich. Dann ist das doch... Super. Hey, hör mal. Irgendwas stimmt mit Harry nicht. Was ist passiert? Naja... Warte, jemand ist an der Tür. Ist schwer zu erklären. Versprich mir nur, dass du dich von ihm fernhältst. MJ? Harry, was zur Hölle? Komm schon, MJ, geh ran! Hey, hier ist MJ. Verdammt! Deine Nachricht hinterlassen. Wenn es wichtig ist, kannst du mir auch einfach schreiben. Bitte sei okay. Schnell dahin. Spider-Man, wie fühlen Sie sich? Besorgt,
In Panik? Ich meinte physische Symptome. Schmerz, Müdigkeit. Ja, Moment. Symptome? Ich habe mir Forschungsnotizen aus vielen Jahren angesehen. Der Symbiont kreiert ein kollektives Bewusstsein. Das war das Schwarmbewusstsein. Wahr ist optimistisch. Es könnte noch in ihm sein. Was? Kein Grund zur Panik, aber vielleicht sollten Sie für ein paar Tests ins Labor kommen. Jetzt nicht, Doc. Hab größere Probleme. Bye. Halte durch, MJ. Ich glaube, wir kommen zick zu spät. Angespannt aus. Kaffee? Wir müssen reden. Du musst es leid sein, die Welt zu verbessern, jeden einzelnen Tag. Ich kann dir helfen. Du musst mich nur lassen. Das bist nicht du. Falsch. Das ist mein wahres Ich. Ist düster. Ich habe endlich die Macht, unsere Vision zu verwirklichen. Gibst du mich auf? Harry. Wir müssen dich aus diesem Ding kriegen. Nenn uns nicht Ding. Wir sind nicht Harry. Was sind wir? Wir sind. Müssen wir jetzt MJ rausprügeln? Lass sie los! MJ, was du tust!
Du hast es nicht unter Kontrolle! Ich hab es völlig unter Kontrolle! Pete! Was passiert mit mir? Keine Namen. Hat noch nie aufgefallen, dass bei der Lebensanzeigepunkte sind. Ich hab sie auch gehört. Ich kenn das Gefühl. Immer nur um dich. Du verlierst jeden Job. Du kannst die Hypothek nicht bezahlen. Ich hab einen Job mit Harry. Wir packen das. Und wie lange? Dir liegt nur ein Job am Herzen. Spider-Man. Das ist nicht fair. Die Leute brauchen mich. Das weißt du. Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Das soll aufhören! Aufhören! Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Sieh, was die mit dir ist! Ich bring das in Ordnung! Das mache ich immer! Wir machen das immer! Ich bin immer nur die Zweite! Ich lebe in deinem Schatten, wo meine Träume... Ich lebe in einem Schatten, wo meine Träume zu Staub fallen. Das ist die Wahrheit. Was redest du da? Du machst einen Unterschied. Du bewirkst etwas. Oh, haben wir gleich was zum Laden? Nein, so ein Mist. Genau reingesprungen. Hör nicht auf diese Stimmen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Ich hab sie auch gehört. Ich kenn das Gefühl. Immer nur um. Das soll aufhören. Aufhören. Immer nur um dich. Ist jetzt durch den Bus gesprungen? Du verlierst jeden Job! Du kannst die Hypothek nicht bezahlen! Ich habe einen Job mit Harry! Wir packen das! Und wie lange? Dir liegt nur ein Job am Herzen! Spider-Man! Das ist nicht fair! Die Leute brauchen mich! Das weißt du! Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Sieh, was die mit dir ist! Ich bring das in Ordnung! Das mache ich immer! Haben wir noch eine Seele? Wir machen das immer! Ich bin immer nur die Zweite! Ich lebe in deinem Schatten, wo meine Träume zu Staub fallen! Das ist die Wahrheit! Was redest du da? Du machst einen Unterschied! Weißt du noch dein Buch? Du wolltest den Menschen helfen! Niemand hat gelesen! Vor allem egal! Okay. Das stimmt nicht! Wenn's einem geholfen hat, war's das wert! Oh. Ich hab's gelesen! Es half mir! Alles, was ich tue, ist dir zu helfen! MJ, mein Leben wird konstant von dir gestört! Wer hilft, wenn du einen Job verlierst oder eine Rechnung nicht bezahlen kannst? Ich schreibe Worte, an die ich nicht glaube, für einen Mann, den ich verachte, damit du glücklich sein kannst! Es stirbt! Ich schreibe Worte, an die ich nicht glaube, für einen Mann, den ich verachte, damit du glücklich sein kannst. Das war mir nicht klar. Dann kündige, MJ. Ich krieg das hin. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue nur. Nein! Tut mir leid, MJ! Ich hab mich geirrt! Du musst...
musst mir nicht vertrauen. Aber bitte, vertrau dir selbst. Lass mich tun, was ich tun muss. Es stimmt, ich war egoistisch. Ich war so mit meinem Leben beschäftigt, dass ich deins vergessen habe. Aber regeln wir das auf MJs Weise. Ich helfe dir dagegen anzukämpfen. Hi. Das Gute ist, wir haben gleich wieder alle möglichen Ressourcen. Wir brauchen dich nicht. Die Stadt braucht dich. Ich brauch dich. Lüg mich nicht an! Pete, ich brauch dich auch! Letzte Runde. Du willst doch bloß die stärkere Hälfte bleiben. Was? Fühlst du dich etwa nicht mehr überlegen? Was? Nein! Du bist in so vielen Dingen stärker als ich! Du allein schaffst es, unser Leben zusammenzuhalten! Sorry, MJ! Du bist nicht selbstverständlich! MJ ist weg! Nein! Bist du nicht! Tut mir leid, dass ich so eine Last war! Das Haus! Mein Job! Unser Leben! Ich wollte besser sein, aber ich war es nicht! Ich hätte zuhören sollen! Hätte da sein sollen! Wir sind ein Team! Du und ich! Ich wollte nie, ja, toll, kämpfen wir das gegen das Haus. Meinetwegen leiden musst. Wo ist sie denn? Deine Träume sind genauso wichtig wie meine. Du lügst. Du bist genauso wichtig. Es reicht. Nicht reinspringen wieder. Alles schon passiert. Nicht davon kontrollieren! Schnauze! Okay, wir sind im Haus und unter dem Zaun. Oh. Natürlich treffen wir das wieder nicht. Also nicht doch da, jetzt hat uns getroffen. Natürlich. Wir können es bekämpfen, MJ. Immer willst du herabwerten. Wenn wir die Schläge treffen würden, dann wäre das wunderbar gut. Schnell weg. Boah, ich hab Angst, ich dachte ich. Deckung ist gerade null vorhanden. Du willst das nicht wirklich.
Woher weißt du, was wir wollen? Mary Jane, was? Du willst die Wahrheit? Ja. Ich will die Wahrheit. Mich mal. Ich bin raus. Watson! Du bist so cool. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich glaube, ich bin schon länger verloren. Nicht nur wegen der Symbionten. Seit Monaten will ich etwas sein, das ich nicht bin. Gut, dass du zurück bist. Oh. Das ist nicht so gut. Sorry. Es lag nicht an dir. Und das vorhin war nicht ich. Pete, ich... Pete, es war eine Art Schwarmbewusstsein da drin. Ich habe dich gesehen. Und Harry, er war hinter diesem Stein her. Miles ist beim Rathaus und... Geh. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das muss mal ein starkes Handy sein. Fällt drauf. Bekommt dieses und jenes ab. Geht nicht kaputt. Schon gesehen? Das Rathaus ist schlimm. Bin dorthin unterwegs. Ja, sorry. Es lief etwas aus dem Ruder. Bin gleich da. Glaubst du, es ist Harry? Er muss es sein. Er war gerade in Queens. Hat MJ in einen dieser Symbionten verwandelt. Nur schlimmer. Was? Es geht ihr gut. Sie hat sich befreit. Zum Glück schneller als ich. Connors glaubt, dass ich den Anzug zu lange anhatte. Und dass etwas in mir geblieben ist. Du hast recht, es ist wirklich alles ziemlich kompliziert. Ein Schritt nach dem anderen. Bis bald, Miles. Alles klar. Bis gleich. Ich dachte, ich habe hier eine Kiste gesehen. Ach ja. Ich schulde noch jemandem einen Anruf. Peter? Hi, Miss Morales. Sind Sie gut nach Hause gekommen? Ich wollte nur sicher gehen. Keine Sorge. Es geht uns gut. Und Peter, uns geht es auch gut. Aber geh nächstes Mal ran. Glauben Sie mir, ich werde mich bestens benehmen. Das solltest du auch. Jetzt hilf meinem Sohn. Dann sind wir ordentlich schnell. Sollten dann gleich dort sein, wo wir hinwollen. Nun gut. Machen wir an dieser Stelle Schluss und beim nächsten Mal geht es dann weiter genau hier. Bin gespannt, was jetzt am Rathaus alles los ist und wie es weitergeht. Und dir vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du bei mir warst und ich deine Aufmerksamkeit hatte. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye.